Salut! Wir schauen uns heute an, was eine Palette ist. Das, was du wahrscheinlich schon kennst, ist das hier. Das ist die Europalette. Die ist 1,20 m lang und 80 cm breit und darum knapp einen Quadratmeter gross. Der grosse Vorteil an der Europalette ist, du kannst die europaweit austauschen. Also wenn du etwas verschickst, dann kommst du auch wieder eine Europalette über. Wie viel kann man eine Europalette tauschen? Das zuerst hier hinten. Ich habe hier eine mitgenommen, die schon so etwas näher am maximal tauschbaren ist. Es gibt aber Alternativen zu der Europalette. Wenn du deine Palette nicht möchtest tauschen, dann könntest du auf eine Einwegpalette gehen. Das ist zum Beispiel die hier. Die ist genau gleich gross wie die Europalette. Ist aber auch ein bisschen leichter gebaut. Und je nachdem, was du möchtest draufstellen, langt auch das. Bei der Europalette kannst du maximal 1,5 Tonnen drauf tun. Da sind es noch etwa 1000 Kilo. Und bei so einer Leichtbauvariante, wenn ich hier habe, sind es dann noch etwa 500 Kilo. Eine Europalette ist übrigens vierseitig unterfahrbar. Also du kannst mit dem Stapler oder mit dem Hubgerät hier fahren, so. Und von dieser Seite auch. Quizfrage: Wie viele Klötze hat eine Europalette?